blau blinkendes Signal an der Husqvarna oder Gardena Roboterstation bedeutet kein Schleifensignal. Ich glaube, viele kennen das und ich versuche heute mit einer ganz einfachen Methode das Problem in den Griff zu bekommen. Ob es funktioniert, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Bleibt einfach dran. Ich glaube, alle Mähroboterbesitzer kennen genau dieses Problem. Sie haben etwas im Garten umgebaut und haben nun kein Schleifensignal mehr. Mich hat es auch erwischt. Ich war jetzt wirklich 4-5 Jahre lang komplett befreit von diesem Problem. Jetzt habe ich es auch, denn ich habe ja meinen Rasen abgeschält und habe dann nicht überall, aber teilweise das Roboterkabel erneuert. Ich war mir eigentlich sicher, ich habe es nirgends beschädigt, aber anscheinend habe ich es doch beschädigt. Jetzt habe ich mir ein cooles Teil gekauft. Ich glaube aber nicht dran, dass es funktioniert. Und zwar sind es so eigentlich ein relativ primitives Teil. Kostet um die 20, 25 Euro. Ich verlinke es euch unten mal in der Videobeschreibung. Und zwar soll das Teil hier einerseits an das Kabel angeschlossen werden. Das andere Teil an die an einen Schraubenzieher oder so als Erdung für in die Erde rein. Und mit diesem Teil soll man dann die Schwachstelle im Kabel finden können durch einfaches Piepen. Ob es funktioniert, ich glaube, also ganz ehrlich, ich kann mir es nicht vorstellen. Die Rezessionen waren wirklich sehr gut. Ihr dürft einfach mal dabei sein, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Ich schließe einfach mal an. So schaut es angeschlossen aus. Ein Kabel kommt an das Ende von dem Schleifensignalkabel hin und eins als Erdung in den gut feuchten Boden rein. Hier kann man das Gerät einschalten. Ich schalte es jetzt auf Ton und das hier, das ist der Sender und das hier ist der Empfänger und der gibt jetzt ein Signal, wenn ich hier draufklicke. Wenn ich an das Kabel hingehe, kann man es gut hören. Und so soll man jetzt einfach an das andere Ende hingehen und einfach mal probieren. Ich kann es ja auch mal hier. Hier kommt das Signal wieder rein, beziehungsweise das andere Kabel. Das ist hier in diesem Bereich. Da dürfte jetzt nichts hupen. Es kommt verzerrt rüber. Ich bin gespannt. Ich laufe jetzt einfach mal überall in meinem Garten rum und hebe einfach mal das Teil an die Erde oder versuche es ans Kabel hinzuheben. Das ist das Gute, da ich ja abgeschält habe, habe ich ja noch alles offen. Und dann hören wir einfach mal, ob da irgendein Piepgeräusch kommt oder nicht. In diesem Bereich habe ich das Kabel gar nicht angefasst. Ich habe es auch nicht erneuert. Da ist noch das alte Kabel drin, genauso wie in diesem Bereich. Ich habe es eigentlich erst erneuert von hier. Der komplette Bereich da hinten rüber, hier rum, hier rum, hier rum. Das Gute ist jetzt, da mein Rasen noch nicht ganz angewachsen ist, das ist erst ein paar Tage her, als ich ihn abgeschält habe und wieder draufgelegt habe, kann ich theoretisch einfach die Rasensode nochmal entfernen und kaum immer richtig gut an das Kabel hin. Und ich fange jetzt einfach mal hier in diesem Bereich hier an. Ich stelle einfach mal die Kamera hier hin, vielleicht seht ihr es dann. Runterschwenken, genau. So, geht doch gut. Da ist jetzt, ihr seht hier vielleicht das Kabel. Hier ist das Kabel. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Ich höre kein Piepsignal. Es rauscht. Es rauscht, aber es piept nicht. Rauschen bedeutet, keine Ahnung, was Rauschen bedeutet, aber nicht piepen bedeutet erstmal, dass kein Signal durchkommt. Theoretisch. Jetzt laufe ich einfach mal ein Stückchen weiter und die Theorie ist jetzt, sobald es wieder piept, zwischen dem Piepen und Nicht-Piepen, da ist eigentlich dann die Schwachstelle. Jetzt gehen wir noch mal hier hin, ich lupfe meinen Rasen noch mal etwas an. Es piept. Ja, es piept ganz eindeutig. Es piept eindeutig. Übrigens, mein Rasen, der wächst schon wieder an. Richtig cool. Hat schon wieder Wurzel geschlagen. Habt's gehört? Es piept. Ich hoffe, man hört es auch.
Das bedeutet, ich habe jetzt theoretisch zwischen hier und hier müsste der Kabelbruch sein. Und da gehe ich jetzt einfach alles durch und schaue, wo es piept und wo es nicht mehr piept. Es scheint so, als habe ich die Schwachstelle gefunden. Ich kann es mir nicht ehrlich nicht vorstellen. Hier hupt es. Und hier ist es noch ganz schwach. Und je weiter ich hier rumgehe, desto schwächer wird das Signal. Da habe ich nichts mehr. Das müsste theoretisch der Verbinder sein. Ich habe hier was verbunden. Und anscheinend ist hier irgendwo eine Schwachstelle oder vielleicht nicht richtig, funktioniert der Verbinder nicht richtig. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal austauschen und schauen, ob es dann besser ist. Weil, wie gesagt, das Teil sagt, vorher kommt Signal an und danach kommt kein Signal bzw. ein sehr schwaches Signal an. Gut, machen wir es einfach mal auf. Einmal hier, einmal hier. Verbinder schaut eigentlich ganz gut aus. So, beide Stellen sind geflickt. Legen wir es wieder rein und schauen noch mal. Ja. Es piept gar nichts mehr. Es piept nichts mehr. Es konnte gerade nichts piepen. Mir ist die Krokodilklemme von meinem Schraubenzieher abgegangen. Deswegen, dann hatte ich keine Erdung mehr. Deswegen hat es nicht mehr gepiept. Jetzt geht es aber. Und schaut mal an, laut dem Teil, jetzt habe ich vorher ein starkes Piepsignal und danach habe ich ebenfalls ein starkes Piepsignal. Das bedeutet, die Schwachstelle müsste theoretisch geflickt sein. Theoretisch müsste sie geflickt sein. Ich probiere es jetzt einfach. Ich gehe mal hin in meine Robi-Station, schließe das Kabel mal an und schaue, ob es funktioniert. Das wäre der Hammer. Das wäre echt so mega cool, wenn es jetzt wirklich in 5 Minuten oder 10 Minuten erledigt gewesen wäre. Ich glaube es nicht, ich kann mir es nicht vorstellen. Also er blinkt blau, klar, logisch. Noch muss er blau blinken. Er hat noch kein Signal. Ich stelle euch einfach mal hier drauf und stecke das Ganze wieder hier ein. Ihr seht gar nichts, oder? So. Wenn er jetzt grün blinkt, wäre es richtig cool. Wenn er blau blinkt, drehe ich durch. Denn das waren meine letzten 2 Verbinder. Blinkt blau. Ach Mann! Er blinkt blau. Okay, blau. Blau bedeutet wieder kein Schleifensignal. Mann! Okay, könnte jetzt daran liegen, dass ich nochmals irgendwo eine Beschädigung habe. Die versuche ich jetzt, probiere ich jetzt. Ich laufe jetzt nochmal überall durch. Weil wie gesagt, ich habe hier eine Großaktion gehabt und da kann echt sein, dass da mehrmals das Kabel beschädigt ist. Auf jeden Fall ist es jetzt gut, weil das Kabel bzw. der Tester, der piept jetzt. Und ich probiere es jetzt einfach mal weiterhin. Jetzt muss ich aber alles erstmal wieder anschließen. Ich schließe alles an und ich teste weiter. Ja, auch in diesem Bereich ist alles wirklich tadellos in Ordnung. Ich habe mir hier einen Schalter eingebaut. Hier, da habe ich einen Schalter. An, aus und der steuert nachher, dass mein Roboter hier einfach eine Abgrenzung hat.
einfach so beiläufig mal nebenher erwähnt, dass er den Spielturmbereich hier nicht umfährt, also nicht reinfährt, und schalte ich den Schalter wieder aus, dann fährt er auch im Spielturmbereich rein. Das habe ich damals gemacht, weil wenn er einfach, habe ich ja schon öfters mal gesagt, wenn er sich einfach zu oft in einer Stelle aufhält, dann ist da alles platt und irgendwo anders ist nicht gemäht, deswegen habe ich einen Schalter eingebaut. Aber egal, zurück zum Thema, an dem liegt es auch nicht. Ich habe jetzt noch eine kleine Stelle hier noch in diesem Bereich, habe ich noch einmal geflickt das Ganze, und da piept man auch noch mal durch. Da ist noch ein altes Kabel drin. Runterstellen. Zu tief. So. Piept man auch noch mal durch. Hier kommt das Signal noch gut an. Und hier rauscht es. Also auch wieder vermutlich hier der Verbinder. Ich verstehe es nicht, warum die Verbinder alle... Ja, definitiv. Also es muss definitiv am Verbinder liegen. Mal wieder. Ich habe es angeschlossen. Einfach mal provisorisch, bis meine richtigen Klemmen da sind. Mit so Vakuumklemmen, und schaut mal an, es piept, und es piept auch noch. Das bedeutet, jetzt müsste theoretisch alles geflickt sein, hoffe ich doch. Jetzt laufen wir mal in die Station hinten, und da haben wir ja auch noch ein Kabel. Wo ist es denn? Da ist hier, und es kommt hier auch an. Prima. Also das bedeutet, anschließen und dann schauen, ob es funktioniert. Ob es rot blinkt sage ich schon, grün blinkt oder nicht. Kabel abziehen, provisorisch anschließen, wieder rumgefummeln hier. Ja, jetzt habe ich es. So, muss drauf sein. Wenn es jetzt noch blau ist, drehe ich durch. Dann drehe ich durch. Es dürfte eigentlich nicht mehr blau sein, und Klappe zu. Blau. Ey, was ist denn los, ey? Immer noch blau. Puh. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich habe den Tester jetzt nochmal angeschlossen. Ich bin jetzt überall durchgelaufen. Ich habe überall ein klares, deutliches Piep-Signal. Das müsste eigentlich heißen, dass Strom durchkommt. Selbst hier am anderen Ende von der Ladestation habe ich ein ganz klares Signal. Es piept auch hier in diesem Bereich. Ich habe ganz klar ein Signal. Hier ist angeschlossen, wie gesagt, es geht einmal komplett außen rum. Ich habe überall ein Signal, aber ich habe kein Schleifensignal am Robi. Ich habe jetzt neue Schleife generiert. Ich habe ihn ausgesteckt, habe ihn eingesteckt, runtergefahren, hochgefahren. Ich habe alles gemacht. Die scheiß Ladestation blinkt blau und nicht grün. Ich habe keine Ahnung, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich bin zum ersten Mal, was mein Robi angeht, ratlos. Ich werde mich erstmal ins Forum wenden. Vielleicht wisst ihr es aber auch und könnt mir weiterhelfen. Wäre echt cool. Ja, vielleicht finde ich es auch noch. Dann drehe ich noch mal eine Szene nach. Aber ansonsten, ich habe wie gesagt keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was eure Vermutungen sind. Und dann sage ich einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal.